Von Inschriften aus Stockstadt wissen wir, dass dort orientalischen Gottheiten gehuldigt wurde. Der Mithras-Kult war bei den Soldaten besonders beliebt und Zeugnisse für seine Verehrung finden sich bei vielen Main-Limes-Kastellen. Das römische Kastell Stockstadt ist heute weitgehend überbaut. Güterzüge verlassen das Stockstädter Industriegelände im Bereich des einstigen Westtors. Das Hauptgebäude des Truppenlagers lag dort, wo sich heute der Schornstein erhebt.